Es sind schon alle am Beach Club. Ich hatte gerade einen Test, der ist auch unnormal gut gelaufen, deswegen müssen wir nachgehen. You know, we're still doing university here. Juli auch, der hat vor ein paar Tagen was abgegeben. Und jetzt gehen wir nach. Die anderen sind schon seit einer Stunde oder so da. Jetzt gehen wir los. Leute, nur so mal als Tipp, wenn ihr nach Dubai kommt, nehmt kein Taxi, die sind unnormal teuer. Uber ist richtig billig. Juli hat für den Uber-Fahrer pakistanische Musik angemacht. Hier weg. Leute, unnormal schön hier. Also Leute, wir sind jetzt da. Also sehr cool hier auf jeden Fall, Leute. Sehr schön. Kann ich euch echt empfehlen, hierher zu kommen. Guck mal den Hintergrund da an. Sehr schön. Sieht krass aus. Wann gehen die Haare schneiden? Heute, danach. Einmal Nudeln mit Tiger Prawns. So Leute, unsere Pizza ist auch da. So, wir haben jetzt gegessen. Jetzt sehen wir, war sehr lecker. Aus nach dem Essen. Die Pizza war krank lecker, oder? Ja, voll. Oh, Mann. Stark. Boah, ich bin gerade unnormal müde. Abonniert die nicht, liked sie nicht, nichts. Leute, wir sind jetzt beim Friseur. Die zwei Mäuse lassen sich hier die Haare schneiden. So Leute, jetzt erstmal einen freshen Haircut. I want a nice fade, you know, zero, from zero, you know. Leute, ich habe das erste Mal Maniküre, Pediküre, der Fall an Filan gemacht. Das ist krass. Voila krass. Leute, Trick 17, wenn ihr jemanden nerven wollt. Leute, ich habe eins gelernt in dieser Beziehung. Also Leute, ich kann euch diesen Typen als Manager einfach nur krass empfehlen, wirklich. So Leute, wir sind jetzt da. Opa. Ah, Santorini, like. Bu duruma ne diyorsun? 98. dakikada geçirdiler bize. Değil mi? Die machen hier einfach Teller kaputt. Das ist so das Ding Motto hier, guck mal. Einfach, hier werden Teller kaputt gemacht. Ja, normal. Why not, man? Wir waren ja letztes Jahr in Griechenland und da war das Essen so krass. Vor allem, ich kann es euch empfehlen, ihr müsst viele Vorspeisen bestellen. Der Chefkoch höchstpersönlich macht für uns Hummus. Jawohl. Die Vorspeisen einfach 10 von 10. Wie jeder nicht das letzte Stück nimmt, aber jeder Bock drauf hat. Wow. Wow. Hoppa. 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 Der war gute Kumpels, hä? Hat sich seine Haare so nach vorne gekämpft, damit die Leute schon denken. Was der sagt jetzt? Leute, wie lecker sieht das aus? My goodness. Freust du dich, Schatz? Badisch? Yeah, airport. 40 to 45 minutes. Ah, okay. 40 to 45. Was hat er gesagt? Warum hat er 25 gesagt? This, which one you are asking? That is not Al Maktoum. Al Maktoum is far. I told him Al Maktoum. Holiday in Al Maktoum. Al Maktoum is far. Leute, die Jungs haben gerade Stress, weil der Taxifahrer die verarschen wollte. Hier steht ein Name, was weißt du? Ja.
Leute, das ist mittlerweile gar nicht, das war auch nicht viel Geld. Das ist gerade bei den Jungs einfach nur Prinzipsache. Leute, die wollten uns abziehen. Die haben gedacht, ey, 60, 70 Dirham ist nicht viel. Wir nehmen das von den Europäern. Aber es geht nicht ums Geld, es geht ums Prinzip. Und wir haben unser Geld zurückbekommen. Geht an alle, lasst euch sowas nicht gefallen. Auch wenn es nur 2 Euro sind. Es geht ums Prinzip. Was ist das? Was ist das? Okay, wir haben Burgis, wir haben Brot, Zucchini, Salat, oh ne, da ist so viel Zwiebel drin. Leute, ich habe gerade ein Meeting über Teams und die Mäuse haben alle Spaß. So Leute, wir warten jetzt auf unser Uber. Ich schwitze, guck mal an. Leute, mir geht es 24-7 so hier in Dubai. Es ist 5:30 und ich muss noch meine Projektarbeit machen und mich fertig machen. Ich glaube, ich schaffe das nicht, Doli. What the fuck is going on, man, with this dude? Wow, sehr schön hier an der Marina. Ey Leute, wir wollen, ich und Yassi wollen, seitdem wir hier sind, Waffeln essen. Morgen ist unser letzter Tag und wir haben immer noch keine Waffeln. Mann! Leute, schaut mal, wie schön hier, oh, mashallah. Der Burgerladen soll geisteskrank gut sein, der hier. Leute, hier ist alles, was ein Bacon ist, alles halal und kein Schwein. Also hier wird kein Schwein verkauft. Und Outfit-Check mein Boris. I'm a key. Yeah. Okay. Leute, die dicken Mäuse haben natürlich schon ihr Essen. Okay. Hey, gönn uns das doch. Also, jetzt geht's darum, wer als nächstes blinkt. Auf drei zeigen wir. Ja! Oh mein Gott. Wow. Danke, very much. Also Leute, hier ist Smoky Beach. So ein Shisha-Dings, der Bumster. Heute billig, morgen teuer. Kaufst du jetzt alles? How are you? Good, how are you? Where are you from? Germany. Germany, wo kommst du? Ich komme. Woher kommst du? Ägypten, Deutschland. Yeah. Köln. Welcome, danke. Ägypten? Ja. Yeah. Are you Mohammed Salah? Yeah, this is my neighbor. Oh. Wish you the best, brother. God bless you. Ja, Abdul ist ein richtiger Ding, Touristen. Ja, Abdul lässt sich von allen hier bequatschen. Ah, hast du Parfüm gekauft? Ja, das ist voll geil. Das bleibt bestimmt 20 Sekunden. Ich hab schon, ich hab jetzt. Oh, Bruder. Schau. You make 1 liter. Wir haben jetzt einen Platz bekommen. Das ist so schön hier, Leute. Guckt euch das an. Also, vor 2 Jahren komplett depressiv hier gewesen, because of Liebeskummer. Und zwar die Yassi, die war genau hier. Und jetzt guckt. Heute mit meiner großen Liebe hier. Du Slime. Abdul hat immer Frauengetränke. Das ist für dich. Ich tanze nur für dich. Ich nehme Shisha-Kaffee, damit du siehst, dass ich dich liebe. Und die sagt einfach so Jan und Küssen benennen. Oi! Oh nein, Asya! Der bringt sie erst zum Wein und dann sagt sie Asya nicht Wein. Aber solche. So peinlich. Schaut mal diese hübsche Frau an. Ich liebe sie über alles. Wohin ohne Maske? Ich liebe dich, Lam! Ey, wie krass bitte, unser letzter Urlaub. Da haben nur wir gevloggt. Jetzt vloggen wir alle zusammen. Zu krass, oder? Nicht ganz wegen. Die zwei haben uns mäßig dazu voll motiviert und wir sind denen sehr dankbar für alles, was... Wallah, wir sind euch auch dankbar. Wie fandest du Shisha-Kaffee? Gut, gemütlich. How long you work today? Maybe 14 hours. 14? Really? Oh. So when do you want to end your work? Maybe when I drop you, I'm done. Oh, okay, brother. Sorry, then. No, it's okay, you know. It happens. It's been good to me, you know. I have a good conversation. That's right, thank brother. You, bro. Good mind, brother. Really. Maybe one day when I come to Germany, I will see you and then we continue. Brother, I swear I'm waiting for you. You are my guest. You have his number, yeah? Yes. Brother. So, Leute, wir haben jetzt unser Ding ausgefüllt, unseren Test. And this is our brother. So. He already said, when you need a Uber driver in Dubai, you need to go to him. Let me see the picture. God, nice quality. Yeah, the quality is nice. Better when it's on YouTube, you know? Yeah. It's touch much, voila, you know. My brother's getting crazy. My brother is... This drive-thru is like maybe McDonald's and they are cooking and, you know.
Wir lassen uns gerade jetzt, wollen uns testen lassen. Like, you need spicy or no spicy? Okay, see, checking the plate number again. You see? This is fifth time checking plate number. Okay, write it on your hand, you know, write it on your hand. If you need, you check your hand, no need to come here. You take paper, you write the plate number. Okay, you go inside, you come and check. You go and waste time. Just relax, I will take it slowly, right? You sure? Yeah, sure. Don't shake. Okay, if you are shaking me, it will hurt you. It's okay. Ich gar nichts hat versprochen, ich schwöre dir. Ich spreche dich hoch und heilig. Hoch und heilig. Es ist nichts. It's okay. Er ist dran. Thank you. Ja, das war doch gar nicht schlimm. Ja, es war gar nichts. Leute, was 300 Auto. Guten Morgen, Leute. Ich hatte heute Morgen meine Präsentation, deswegen die anderen sind schon am Strand. Doli hat auf mich gewartet. Wir müssen hier irgendwo unterwegs. Die anderen haben schon gefrühstückt. Also wir müssen irgendwo jetzt sowas auf die Hand holen. Was nimmst du? Ich denke, ich nehme was Süßes. Was Süßes? Leute, der kann nicht warten. Der ist mit seinem Essen noch nicht mal fertig und isst schon das Süße. Leute, wenn er das jetzt... Oh mein Gott. Vor allem, was für ein Geräusch war das? So Leute, es ist gerade unnormal schlimm, hier in der Sonne zu laufen, oder? Ja, krank. Ich sterbe. Oh, ich kriege keine Luft mehr. Yes, yes, bring one. Von anderer Seite, Schatz, von anderer Seite. Weil so ist schwarz. Schatz. Boah, das sieht krass aus. Aber Schatz, wie krass. Gebt euch das, Leute. Einfach heftig. Ich schwöre, ich bin gerade aufgestanden, also vor 15 Minuten. Nein, Schatz. Okay. Das war vor einer halben Stunde. Okay, vor einer halben Stunde, nicht aufgestanden, vor einer halben Stunde. Ich bin voll benebelt so. Hä? Die Arbeit. Ja, ich denke, der ist ein ganz Deutscher auf der ganzen Welt, der meiste Arbeit jetzt. Ich habe noch niemanden gehört, der so viel über Arbeit redet. Ich gebe schon noch mal Glück. Was ist das? Keine Arbeit, keine Socken. Weine, weine. Er hat einfach Yassis Socken an. Ich muss sagen, Barisch, deine Füße sind sehr komisch. Ihr habt bestimmt schon Socken zweimal angezogen. Ihr klafft direkt. Ich hatte 10 Socken dabei. Ich kann die Teile nicht geben, weil ich die doch nicht habe. Weine, weine. Oh mein Gott. Besser zu Hause bleiben. Ich bleib besser zu Hause. Blaue Augen sind gefährlich, aber in der Liebe ehrlich. Braune Augen. Keine Arbeit, keine Socken. Moi lele, moi lele. So Leute, wir sind wieder an der Marina. Schatz, du bist voll braun geworden. Brown? Bist du brown, gehst du frown? Ich bin glücklich, dass ihr da seid. Amazing wonder. Ach Mausi! Jetzt sieht das gemacht! Auf jeden Fall, der junge Mann muss auf jeden Fall noch 10 Pide essen, damit er mich übertreffen kann bei sowas. Okay Leute, wir sind jetzt da. Wir sind jetzt hier, doch so bis 1 Uhr hat das offen. Wie viel haben wir? Wir haben jetzt 20 nach, noch 40 Minuten. Und dann heißt das, ab ins Hotel, schlafen, morgen letzter Tag, würde ich mal sagen. Ich bin am Sterben. Ich bin auch am Sterben gerade. Aber ich bin tot, du hast jeden Tag so viel, ich kann nicht mehr. Hey, you are already with my friend. Today no vaccine, PCR, right? No PCR test. It's a little bit late because you were in a hotel room. Yes. Chipichunga. Brother. Abu Dhabi. Abu Dhabi, yeah. Amazing, I'm coming. Oh.
Weißt du noch, wo du eine Frau auf dem Wasser geschützt hast? Weißt du, was du davor gemacht hast? Was? It's the next morning. Oh, egal. Wir gehen jetzt an den Pool ein paar Stunden und dann treffen wir uns mit den anderen an der Dubai Mall. Ja. Leute, wir waren jetzt so 2 Stunden am Pool. Nicht so lange, weil wir wollen noch zur Dubai Mall. Es ist jetzt 14.46 Uhr. Wir fangen immer innerhalb von 24 Stunden. Also Leute, heute ist unser letzter Tag. Wir gehen jetzt in die Dubai Mall. Ich bin so traurig. So traurig. Ich auch. Aber mit dieses Jahr werden wir nochmal in Urlaub gehen. Hä? Amerika? Schatz. Was denn, Valentino? Fuck, in der Ruhe. Ah, das sind auch die Reflexionen gehört, oder? Ja, ja, ja. Diese Hammerbord. Was heißt das zu sagen? Zeichen, ein Zeichen. Ja, ja, ja. Und die anderen gehen jetzt ihr Essen holen. Und ich hab's im Gefühl, dass Doni mein Essen falsch holen wird. Also, dass er mir das Falsche holen wird. Ich hab's irgendwie im Gefühl. Hier ist Food. Leute, ich hab mich getäuscht. Doni hat das Richtige gebracht. Sorry, Dutzi. Voll schön hier. So, hier geht Abdu sein Herz auf. Oder, Bruder? Ja. Kaufst du hier was? Guck mal, kannst du ein bisschen Ding machen hier, einen auf Magic Camp. Mach mal. Again, again, again. Make again, der Tim. Wait, with the other hand is better. You make, you make. I love you, make. I love you, make. Okay, okay. Das sieht cool aus, was ist das? Aber sowas, der ist zu groß für sowas. Schon wieder Nike. Man muss hier rein. Nike muss man rein. Hör, hör, hör. Ich bin hier. War das eklig? War das richtig? Richtig, ja. Guck, ich hatte auch Glück im Körper. Hattest du aber echt. Ich hatte genauso einen Körper, Leute. Aber, naja. Du hattest aber echt in die Richtung so. Ja, ein bisschen mehr Fleisch noch. Leute, hier gibt es so krasse Schuhe. Ich komme nicht drauf klar, wirklich. Hier gibt's. Schaut mal an, die von Travis Scott. Auch allgemein geile Jordan. Also die habe ich ja, die habe ich gerade auch. Aber Leute, die Preise sind unbezahlbar. Unbezahlbar, wirklich. Die kann man sich einfach nicht leisten. Wenn jetzt zum Beispiel den Schuh, den bekommst du für 1500, sage ich jetzt mal als Beispiel. Hier kostet der 5000. Leute, wir haben gerade gefragt, was das kostet, dieses NBA-Auswahl-Trikot. Das kostet einfach 35.000 Dirham. Das müsst ihr dann einfach durch 4 teilen. Kranke Preise. Kranke Preise, wallah. Mit dem sehr schönen Ausblick. Also Leute, wir müssen uns wieder auseinandersetzen. Weil die Politik hier ist ein bisschen so vier, eher unlogisch, aber die haben einen Dreiertisch, wir haben einen Vierertisch. Was geht, Bro? Nichts, Bro, passt, alles gut. Okay, Ade, ich hab keine Zeit mehr. Er sagt, hast du geblockt oder geht der weg? Die merken nicht mal, dass irgendwas passiert. Duzi! Guck, Wassershow! Was? Wassershow! 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 Heute wieder halt. Leute, wir haben gerade einen TikTok gedreht und es war mir so unangenehm vor den ganzen Menschen. Ja, warte, zeig es nochmal.
Wir sind Mäuse. Was? Abdul, geh weg. Ey, nur weil sich dein Freund nicht so liebt. Das ist das erste Mal, dass er sie diesen Urlaub auf den Kopf geküsst hat. Leute, ich bin schon so lange hier in der Mall. Ich habe jetzt neu den Sarah gesehen. Aber schaut mal, wie schön. Schon allein der Sarah. Zara, ne? Ja, Zara. Leute, ich muss sagen, das sieht krass aus. Gib dir ein Bauchfleisch, Mann. Du hast sie sogar im Ding schlafen von anderen. Und das war alles andere. Schnellt euch ab, das Graue weg. Also ich finde die nice. Ohne Spaß. Guck's dir mal an. Ich weiß nicht, was. Alle klauen jetzt deine Hose. Evren! Wir waren gerade Sarah, wie ihr gesehen habt. Und ich habe die Preise mit Deutschland verglichen. Ich bin dann rein einfach Internet, habe dann gescannt mit der Kamera. Ich schwör's dir, man hat teils 20 Euro. In Deutschland zahlt man billiger. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe einfach alles gescannt. Ich fuchs, habe alles gescannt und habe einfach alles bestellt. Und habe so 50, 60 Euro gespart. Leute, ich habe einfach Sarah gefunden. So Leute, wir sind jetzt im Supermarkt. Sieht hier voll aus wie in Amerika. Okay, jetzt, oh mein Gott, ist das riesig. Hier gibt auch so Sachen, die auch in Deutschland gibt. Ja, aber das sind nicht sind, die, ne? Das sind keine Cheat-Ding, das sind ganz andere. Ich weiß, was du meinst, aber. Hä, gibt's nur die da oben, oder was? Hier sind die doch. Ah, Flamin' Hot. Leute, wir machen jetzt eine Live-Reaktion. Damals hat die Sarah mir auch diese crispy Schokobonbons gebracht. Und die gibt's in Deutschland nicht. Wir machen jetzt einen Live-Reaction-Test. Anders wild, ne? Ja. Also, wie viel von 10 Punkten? Bro, ehrlich? Ja. Glatte 10 Uhr. Glatte 10? Glatte 10. Guckt euch bitte an, wie viele Cheetos wir gekauft haben. Hey Leute, ich sag euch mal einen kleinen Vergleich. 16 Chips, also 16 Chips, 30 Euro umgerechnet. Und ein Chip kostet 10 Euro davon. In Deutschland. In Deutschland kosten also, die Cheetos 10 Euro. Also 16 Stück bekommt man hier, in Deutschland bekommt man nur 3 Stück davon. Guck mal, wie glücklich er läuft, Leute, mit seinen Chips. Anja! Anja, Housekeeping! Hey Leute, sie haben so viele Chips geholt. Wir haben den Typ ins Lager bringen lassen. Wisst ihr, was das krasse ist? 16 Chips. 30 Euro. In Deutschland bekommst du das mit 3 Chips. Oh mein Gott. So billig sind wir. But not African 5 Minutes, yes? European 5 Minutes. Und eine for me? Special, I have not drink till now. I have wait. I drink it not in the car. Was sagst du zu seinem Benehmen? Okay, hast du eine Maske gestellt oder hast du ihn verloren? The last time we are in the elevator. Oh mein Gott. That's so crazy, man. We are in the elevator right now. Das letzte Mal, dass Boris im Aufzug meckern kam. Und das letzte Mal, dass du im Aufzug furzt dann. Du feiern? Ja. Dann geh und hol! Komm mit Süße. For me, I have the app here, you know? Mm-hmm. Last 2 weeks. Leute, es ist so eng hinten für die Zeiler. Guck mal. Last week, same. And then I go. And I did a wir sind auf jeden Fall wieder mit unserem Bratte. Yes. And he called me, I'm sorry, it's cancelled. No need Abu Dhabi. And my 50 drum was... Bratte, say hello again. Hello, we are heading towards Abu Dhabi. Oh, yeah. I'm so sad they are leaving me, but it has to happen. Yeah. Because they have to work. Yes. Yes, get brother. Money and yes. Come back again. Oh, yeah. Yeah, we so, will, brother, we will. And yeah, we will see you, brother. Sure. We will call you, but brother... No hotel motel. No. Oh. Leute, wir sind jetzt an der Grenze von Abu Dhabi und hier wird richtig krass getestet, ob alle getestet sind, sogar die Fahrer und so. Also jeder muss einen PCR-Test vorweisen. Alaikum salam. Alaikum salam, brother. Here, want this? Yo, this one, your passport? Yes, we're tourists. You come from airport? Airport, yeah, we need to go. Ah, you just came, huh? No, we go, we're going back. When you come from airport? 10 days? You, I will check this. Yeah, check. Tourist, huh? Ah, you are going airport? Going airport, yeah. Abu Dhabi airport? Yes, brother. Ah, okay, no problem. You have corona test? Yeah, here, brother, here and here. Okay, thank you, have a good day. Thank you, brother.
Okay Leute, wir sind am Flughafen angekommen. Ich muss euch jetzt kurz eine Storytime geben. Doli hat ja eben ein bisschen gefilmt. Das war gerade so ein Film. Wir hatten ja einen Taxifahrer, den wir aus Dubai kannten. Der sollte uns zum Abu Dhabi Flughafen holen. Hier gibt es aber eine Grenze zwischen Dubai und Abu Dhabi wegen Corona, wo jeder seinen PCR-Test vorzeigen muss, damit er von Dubai nach Abu Dhabi kann. Und unser Taxifahrer meinte zu uns, ja, der Bluttest, den ich gemacht habe, reicht. Wir kommen da an, die sagen, nein, PCR-Test. Da mussten wir uns von da aus zwei Local-Taxis nehmen. Also wir mussten uns trennen, zwei Taxis nehmen, die dann nochmal bezahlen. Und jetzt sind wir hier angekommen. Das war gerade so ein Film. Und es ist einfach unnormal leer hier. Guckt euch das bitte an. Okay. Pässe. Leute, vorbereitet. Von wo ist mein T-Shirt nochmal, Doli? Von Perros. Mein T-Shirt ist von Perros. Leute, ihr könnt auf die Seite gehen. Doli hat ihren Hoodie dabei. Perros und der Hoodie ist hier an meinem Popo. Sehr schöne Sachen, Klamotten. Also kann ich euch wirklich empfehlen. Und hier in Abu Dhabi, very careful. Ey Leute, das ist krass, wie vorsichtig die in Abu Dhabi sind. Die schreiben die Nummer auf, gucken, ob wir wirklich negativ sind. Also die gucken nicht nur aufs Papier, ne? Mein Gott, Leute, ich kann nicht mehr. Was ist los mit diesem Urlaub? Die meinten einfach gerade zu uns, dass unser Test 2-3 Stunden zu spät ist, weil wir um 8 ankommen und der nur bis 6 oder so gültig ist. Und dann haben wir gesagt, das stimmt nicht, bla bla bla. Und dann haben die nachgefragt und es hat sich von 48 Stunden auf 72 Stunden verlängert. Bitte, wir sind jetzt überall durch. Gott sei Dank durfte Doli seine Chips mitnehmen. Wir sind gerade an so einem kleinen Mini-Restaurant. Die anderen sind bei Burger King, weil wir hatten die Trolleys da und mit denen konnte man nicht die Treppen hoch. Deswegen sind wir jetzt alleine hier essen. Wir haben uns jetzt Butter Chicken und Chicken Stripes bestellt. Du bist so süß. Leute, ich schwöre euch, ich kann es nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin, diese Frau gegenüber von mir zu haben. Allah, ich bin so glücklich. Leute, wir sind jetzt am Gate und warten auf die anderen und hier sind einfach nur 5 Leute. Das ist so krank. Gerade sind die Stewardess zu uns gekommen und meinten, ihr könnt euch bewegen, wie ihr wollt. Da kommen sie. Leute, ich schwöre, wir hatten richtig Angst, dass sie es nicht schaffen. So parat oder fällt oder so. Hast du Platz gefunden in meinem Privatjet? There is something wrong with you. With you and with you. You need to turn. So Leute, wir sind jetzt gelandet. Sarah ist am Ende. Kaputt, Mutter. War ein okay Flug. Sehr viele Turbulenzen, sehr viele. Barisch konnte nicht schlafen. Ja, sie hat wie ein... Wie hast du geschlafen? Sehr gut, ne? Selber hatte ich einmal aufgewacht, obwohl das Flugzeug richtig gewackelt hat. Leute, das ist gerade Sarah. Aber das Wetter sieht nicht ganz schlimm aus. Die Mäuse. Hammer Apfel. Das ist ein Schrott. Abdul. Das ist ja was. Oh nein. Okay. Oh nein. Tschüss. Wir sehen uns in einer Woche. Leute, Abdul, bleib mit uns. Hey, abonniert den Kanal, lasst einen Kommentar da. Bleib. Bleib auf Schirm abonnieren. Hey, mal nochmal. Was hast du für kostenlos, ne? Abonnieren, liken, kommentieren. Leute, das sind unsere letzten Sekunden. Hast du extra mitgenommen? Laber nicht. Ach, Boris. Hey, Doli. Wir sind hier. Maschallah, Allah. Hab ich sehr gefreut, was da bin. Echt ein schöner Urlaub. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Tschüss, Leute. War ein schöner Urlaub. Ciao, Schatzis. Ciao, Schreibchen. Wir hoffen, die Dubai-Vlogs haben euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Ihr sollt die Glocke aktivieren. Und kommentieren. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr wollt, dass wir wieder solche Urlaub-Vlogs mit dieser Truppe machen, könnt ihr es ja in die Kommentare mal schreiben. Vielleicht wiederholen wir es ja, oder? Oder? Ja. Und ab jetzt kommen dann wieder einfach normale Vlogs. Ganz normale Vlogs und die werden euch, wie gesagt, jeden Sonntag um 17 Uhr mitnehmen. Nächste Woche sehen wir uns hoffentlich und dann geht's weiter. So, wir sind jetzt hier gerade im wunderschönen Wald, sitzen hier am PC. Und ja, Leute,
genießen Sonne. Wir genießen den Wald.